Hallo, werte Patienten, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Batman Arkham City. Wir haben ja nicht mehr so viel zu erledigen. Ich gebe dem der kugelsichen Panzerung mal den letzten Schliff. Damit wir tatsächlich noch schwerer erschossen werden können. Und uns fehlt jetzt nur noch ein Beruf. Ich habe mal so ein bisschen geguckt. Niemand deckt ja. Wartet mal. Hier. Ist ja alles ein bisschen abgedeckt. Ne? Das ist nur irgendwie hier, so müssen die noch sein. Und deswegen gehen wir jetzt mal hier so hin. Einfach mal auf der Karte markiert. Und schauen mal, ob wir den letzten Beobachter finden. Ein einziger fehlt ja nur noch. Und dann haben wir alle. Wir machen noch die Riddler-Sache und ich glaube nur die Gewaltakte, die werde ich wohl, wenn, dann maximal nebenbei lösen. Aber sicherlich nicht aktiv. Ein dummes Püppchen, irgendwas. Ist echt das Riddler-Ding zufällig in der Nähe mit dem dummen Püppchen? Nö, leider nicht. So. Einen tollen Ort ausgesucht. Da ist er doch. Ups. Der Augenblick naht. Bald schon tritt die Wahrheit zutage. So. Wie Objekt aus der Sichtweite jetzt nicht verarschen. So. Die vier Symbole bilden ein Hauptsiegel, das so aussieht, als würde es auf die Karte von Arkham City passen. Mhm. Woran soll ich das jetzt festmachen? Ach so, guck mal da. Ist das vielleicht dieses Dreieck, was das bilden soll? Sicher irgendwie um diese vier Punkte. Nee. Na, wartet mal. So hier. Es stimmt immer das Verhältnis der Dinger zueinander. Aber wie zum Fick, wo soll das hin, ist die große Frage. Also das Problem ist ja eher, dass ich damit jetzt wenig anfangen kann. Also entweder stehe ich irgendwie auf dem Schlauch. Ich kann es auch nicht irgendwie wirklich. Warte mal, jetzt. Nee, warte mal. Das, die sind das. Die sind das. Ja, ja. So rum. Sind das nämlich das? Nee, oder mal. Die sind so miteinander verbunden, ne? So. Jetzt hätten wir immerhin das. Aber die Frage ist ja, was genau mir das bringen soll. Ich muss sie irgendwie so drehen, dass sie,
alle vier da vernünftig so reinpassen würden, ne? So zum Beispiel. Ach so, und jetzt, aha. So, aha. Die Symbole haben eine Stelle auf der Karte von Arkham City markiert. Achso, nee, ich will den Weg machen. Das ist ja genau richtig. Ja, und dann hinter, ne? Wenn sich nicht zufällig noch ein tolles Nebenmissionsziel dann ergibt, also eine Gewaltakte. Eigentlich eine gute Frage. Wie weit sind wir bei der mal so gefragt? 58%. Die zeigt sich aber halt auch nicht an, deswegen. Ne. Werde ich die wohl kaum abschließen können. Weil das ist mir doch etwas zu viel. Ich muss mit den Riddler-Rätseln gucken, ob wir die alle lösen. Aber wir haben jetzt genügend Riddler-Rätsel, die wir dann erstmal zu lösen haben. Oder die wir schon gelöst haben. Als Lösung da haben, so rum. Und dann hoffen wir, dass wir den Riddler frei bekommen. So, da drüber. Noch eins weiter. Ah, hier. So, wer bist du? Was bist du? Ich wusste, du würdest mich finden. War nicht schwierig. Du hast mir eine Karte dagelassen. Wer bist du? Was willst du? Wieso beobachtest du mich? Uns hat man schon viele Namen gegeben, aber für dich bin ich Azrael. Der loyale Diener des Ordens von Saint-Dumas. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ein weiterer Geheimbund. Ich überbringe eine Nachricht. Finstere Tage ziehen heran, Batman. Die Prophezeiung wird wahr. Du bist der Krieger, der die Pforten der Hölle schließen wird. Du bist derjenige, der das Unheil aufhält und damit Ereignisse in Gang setzt, die du nicht ändern kannst. Aus der Asche von Arkham werden Flammen des Zorns schlagen, die Gotham verbrennen. Und du wirst ebenfalls brennen. Ich glaube nicht an Märchen. Glaube, was du willst. Die Nachricht wurde überbracht. Wir sehen uns wieder. Ah, die wieder mit ihrem Rauchmach-Move hier. Geheimnisvoller Verfolger. Was? Abgeschlossen oder nicht abgeschlossen? Abgeschlossen. Das ER-Training fehlt noch und das Riddler-Zeug. Wir machen erstmal, glaube ich, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Da. Da ist erstmal ein Riddler-Rätsel. Dann holen wir uns das doch schnell. Diese Aussicht. Ah, das ist das Rätsel, was ich nicht lösen kann. Worauf zum Fick bezieht sich das? Es ist ja nicht direkt das hier, sondern eigentlich quasi direkt davor. Jetzt auch gewundert. Kann man vielleicht von da irgendwas sehen? Bezieht sich das auf das Gotham Casino von der Geschichte von Zaz? Ja, aber dann wäre doch das Ding da. Also ich meine nur. Warum kann er diese Rätsel nicht einfach so lösen? Weil einfach so, ja, du musst da und da hin. Fertig ist. Lustig. Bezieht sich das auf irgendwas? Moment. Sieht sich das etwa? Nö. Ja, wo ist denn der Wonder Tower? Wenn nicht der Wonder Tower. Ey! F, F. Nein, das war das falsche F. Ups. Das wollte ich haben, genau.
Natürlich auch von hier aus irgendwie gemeint sind und dann darauf bezogen. Ist das vielleicht auf die Sache mit Jack Ryder bezogen? Ich weiß, was gemeint ist. Nett, aber das meinte ich nicht. Kann es sein, dass sich das einzig Brennende hier bezieht? Lass mich verarschen, hier ist ein riesiges brennendes Ding. Hallo? Nett, aber eigentlich wäre es ja auch ganz toll, wenn... Gehst du da jetzt mal raus? Zum Teufel, das ist ein scheiß brennendes Gebäude und kein Interesse das? Hm, wir könnten noch schnell das da kaputt machen. Da haben wir getroffen. Drei Tigerwachen zerstört. Ich verstehe es nicht. Ist das das Ding hier oder... Worauf muss man das hier... Wenn man das hier... Und das Ding hier scannen? Ich bin verwirrt. Ich gebe es ehrlich zu. Hier irgendwann geht es doch mal wieder runter, ne? Ja, also bezieht sich das möglicherweise auch auf was weiter unten? Wäre ja sowas hier, aber... Ah, den Custom City Bus hatten wir ja schon. Der ist es ja nicht. Was ist es denn dann? Hier kein einziges Objekt geortet. Okay, Prof ist für dieses Rätsel ganz offensichtlich zu blöd. Das Gossam-Kissen ist es vermutlich auch nicht. Das logisch wäre, weil sich das auf selbst bezogen hätte. Aber nein. Es ist hier unten irgendwie. Irgendwo. Irgendwas. Ja, ja, schon. Oh, meine Fresse hier. Z. So. Also hier ist doch aber nichts. Oder bin ich echt so blind, dass ich es nicht sehe? Moment, ist es das Ding hier? Moment, hier sind irgendwie drei davon, ne? Da brennt auch was. Aber irgendwie ist es keins davon, ne? Oh, Moment. Da vielleicht? Hä? So ist das Objekt zu klein. Bitte überlegen, Batman, würdest du mich sehen, wie das Rätsel löst? Toll, das war noch nicht das Rätsel, was ich gesucht hatte. Ist das vielleicht doch der Gossam? Das Ding hier? Ich gebe zu, ich bin hiermit ganz offiziell verwirrt. Ist es vielleicht
von der Variante des Gotham-Ding? Ich schnalle es nicht. Zum City Power. Nein. Hier irgendwo ist eine Sache zu scannen. Irgendwas. Ja, vielleicht auf. Dann ist es vielleicht irgendwie hier. Gut, dann das nächste Rätsel. Weil das wurde jetzt langsam echt lächerlich. Ich find's echt nicht beim besten Willen. Sie beschäftigen mit tatsächlich einen Ableger. Und ich glaube, dieses Rätsel zu lösen sehe ich schon von hier aus. Was? Wieso ist das Objekt denn verdeckt? Und was denn? Man kann nicht. Catwoman und Two-Face. Na, ganz toll. War das das Rätsel, was gemeint war? Ja. Jetzt. Moment, das ist aber nicht im Gebäude, oder? Nein, okay. Wir nehmen erstmal die Rätsel, die außen sind. Oh, 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 hoch! Ich krieg nur Schub, wenn ich den Greifhaken auf Größe. Ja, ja, ja. Mimi. Dann ist es wohl noch geschäftige kleine Blume und Ableger, ne? Das? Nein. Es muss so ziemlich hier so sein. Irgendwas hier. Ja, wieder, wenn die Rätsel nicht so gut sichtbar sind, ne? Und bei, ich muss sagen, bei Arkham City fand ich es besser. Da konnte, bei Arkham Asylum. Ja, ganz genau. Das war's, was ich wollte. Nicht. Vielleicht irgendwo was drin liegendes. Das ist ja eigentlich laut Map. Für Amüsanter finde ich ja, das ist so hier eben noch irgendwie. Moment. Hier sind ein paar Sachen auffällig. Geht scheinbar auch ein bisschen um den Winkel, von dem aus man drauf sieht. So hier. Nicht mal annähernd. Maybe von da. Also von hier vielleicht. Ey, wieder hoch da aufs Gerichtsgebäude. Dein Ernst? Nicht das, was ich angezeigt habe, sondern einfach random woanders hin. Na gut. Ah, das könnte klappen von hier aus. Das ist immer eins meiner Lieblingsrätsel, wenn die gehen, wenn man die hinbekommt. Weil die sind dann immer recht cool. Du musst dich eigentlich nur in eine Position begeben und schon hast du es. Jetzt blöd ist ja, dass das jetzt hier irgendwie immer noch angezeigt wird. Ja, und war das, was gemeint war? Ja. Lustigerweise ist ein paar Meter weiter ein weiteres Rätsel. Batman! Es ist Batman! Oh, fuck! Hi, Jungs! Ein Kampf hier drüben! Habt ihr mich erschreckt? Mist, das war die falsche Taste. Mit V geht hier ja gar nichts. Kann man die Kiste kaputt machen? Heute Nacht wirst du sterben, Bat!
Und drei Hits. Und nicht wieder aufstehen. Oh, ein 33er Kombo, der war schön. Der war gar nice. Genau hier. Willst du mich verarschen? Gut, und den Chemie. Das ist es nicht, oder? Nein, das ist mich jetzt auch gewundert. Das ist es nicht. Das ist es halt einfach nicht. Wieso ist Stranger strange? Dem fehlt vielleicht einfach die Praxis. Stranger Mind. Ganz schön strange. Was? Aha. Aha. Interessant. Ist nicht so wirklich hilfreich, aber interessant. Und hier im Deck ist noch ein Rätsel. Alter, ist diese Straße voller Rätsel. Hier oben irgendwo. Die große Frage ist, wie lautet das Rätsel? Sieht es sich vielleicht einfach hier raus? Big zu klein. Das ist nicht das von eben, okay. Das von eben ist irgendwo hier. Ich bin Schauspieler. Wer bin ich? Clairface. Aha. Da fand man auch, warum er dort ist. Ich würde gerne erstmal alles so machen, was außerhalb ist. Haben wir noch irgendwo ein Rätsel? Das da. Also glaube ich das eine, was ich eh nicht auf die Reihe bekommen habe, ne? Ja, ist das noch immer oder außerhalb? Aha. Das ist, hier ist ja auch noch eins. Probieren. Wir sehen uns nochmal. Moment. Wir können doch jetzt einmal hier reingehen. Rätselgebäude. Wir können da ja mal nachsehen. Das Rätsel muss irgendwo im Gebäude sein. Dann bräuchte man einfach nur einen Eingang. Hier irgendwo. Wo kommt man denn? Naja, dann kann ich eigentlich nur irgendwo hier so drauf. Was ist denn da ein Eingang zum Teufel? Aber. Und dafür kommt man denn da rein, ist die große Frage. Frage ist doch jetzt, wie komme ich denn da rein? Ist der Eingang very weit unten? Die Tür hier könnte hilfreich sein. Kann ich da einfach so vielleicht... Ja, ich kann da einfach rein. Na, perfekt. Wir werden das bestimmt auch durch das Rätsel sehen. Oh je, das Rätsel machen wir noch und dann ist der Part leider schon vorbei. Na Mensch, das geht hier wieder schnell. Was hast du getan?
Ah, ich glaube, es bezieht sich auf das Buch. Auf das hier. Ich wundere mich, wie ein Kanin zum Essen kommt. Ja, ganz toll. Aha. Ich würde gern das wieder weg haben. Versuch nie wieder in meinen Kopf einzudringen, Hatter. Aber du begreifst nicht. Ich brauche dich. Ohne dich kann ich nicht siegen. Dann verlierst du. Ich bin nicht dein Sklave. Weder jetzt noch in Zukunft. Mhm. Alice wird so wütend sein. Ich habe sie furchtbar enttäuscht. Da hast du recht. Also nein, hast du nicht, weil es ihr vermutlich egal ist. Weil die Alice... Ich erinnere mich, dass man in irgendeinem Teil tatsächlich mal auf die Alice zufällt. Ich glaube, der entführt da für jemanden. So, das sind weitestgehend alle Rätsel. Ich würde gerne da nochmal genau schauen. Ob ich das nur noch finde. Aber dieses Rätsel suchen wir erst im nächsten Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Ich verabschiede mich in die nächste Folge. Bis dahin, euer Professor Creep von Sadum of Gaming. Ciao.